Moin Moin. Wir sind bei K&R Lackierung in Linkenheim. Das ist zwischen Karlsruhe und Speyer. Ja, haben mal wieder den Trailer ausgeliehen vom Erik Master of Speed. Verlinkung machen wir mal rein von dem. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ist ein Lamborghini-Fahrer. Ich weiß, da gibt es immer große Vorurteile. Snob, reich, hat viel zu teure Autos. Das kann nur ein Arsch sein. Einer der geilsten Typen, den ich jemals kennengelernt habe. Total entspannt, trägt immer Jogginghose, fährt die geilsten Autos und ist, glaube ich, oder Dennis, der lockerste Typ, den es gibt. Auf jeden Fall. Also guckt euch den mal an, klickt immer auf Insta. Der macht immer geile Sachen, auch mit seinen Lambos, fährt übers Wasser und so. Also sehr, sehr cooler Typ. Fährt übers Wasser. Ja, ich habe jetzt mal angeteasert. Guckt euch die Fotos an, also der macht wirklich kranke Sachen. Ja, die Bilder sind krass, ja. Und yo, wir sind mit dem Carbon E30 da. Deswegen der Trailer. Weil heute sollte es eigentlich schneien, es sind 3 Grad, es ist arschkalt und es sollte schneien. Deswegen mein offener Hänger nicht geeignet. Das Auto wird heute zum Lackierer gebracht. Ich habe gerade zu Dennis gesagt, ich bin mega aufgeregt. Ich war noch nie persönlich bei dem Lackierer. Der wurde uns empfohlen von RHD Speedmaster als ein Spezi für Carbon und alles, was besondere, naja, aufwendigere Autos betrifft. Und Sichtcarbon, Komplettkarosse, lassen die meisten Lackierer halt die Finger davon. Macht man nicht jeden Tag und deswegen sind wir froh, beim Spezi zu sein. Wir sind mega gespannt, was der gleich dazu sagt. Es ist halt echt Sonderanfertigung und wie es halt so ist bei Handarbeit. Ich bin gespannt, was er zu den Teilen sagt, wie groß der Aufwand jetzt für ihn wird. Ob er lächelt oder gleich die Mundwinkel runterfallen. Wir laden jetzt mal ab. Da gab es gestern Abend noch einen riesen Malheur. Ich bin in die Hose gegangen, zu meinem Provisorium. Ah, ja. Ui. Ja, das Ganze liegt daran, das rollbare Gestell, was wir damals oder was der Markus damals für uns geschweißt hat, das war natürlich dafür gedacht, dass das Auto innerhalb einer Garage hin und her gerollt werden kann. Oder mal auf dem Parkplatz raus und rein. Aber es war nicht dafür gedacht, oder ist nicht dafür gedacht, dreimal quer durch Deutschland zu fahren, über Schotter und so weiter. Ja, und mittlerweile hat es leider aufgegeben. Das heißt, gestern Abend ist die Rolle in meinem Hof in der Einfahrt abgerissen. Das ganze Gestell sind 2 Schweißnähte auch abgerissen. Einfach von den Vibrationen, von dem Festzurren auf dem Trailer. Ja, hatte keinen Bock mehr. Wir gucken gleich mal, dass wir ihn runterkriegen heile. Und hoffentlich ist er dann bald auf eigener Achse. Es wird langsam Zeit. Ja, es wird Zeit. Raus die Kiste, bevor wir uns hier noch einen abfrieren, gell? Ja. Yo, I pitch wisdom for the kisdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but instead I hit my rooftop and watch the world go penning this shit inside my journal. Look up at the stars. Ja, perfekt. So, jetzt sind wir im Inneren. Haben schon mal ein bisschen durchgesprochen. Jupp. Mit den beiden Chefs. Ja. Jacek und Sebastian. Genau. Ihr seid die Firmeninhaber. Seit wann gibt's euch? Uns gibt's seit 2018 als K&R. Okay. Und mich gibt's eigentlich schon seit fast 15 Jahren. Und ihr habt euch irgendwann zusammengefunden und habt gesagt, wir machen zusammen den Laden. Genau, wir haben uns zusammengefunden, haben dann 2020 in dieser Halle uns dann komplett selbstständig gemacht. Okay, ihr habt auch voll renoviert, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Richtig schick. Kabine, alles selber reingebaut. Ihr wurdet mir empfohlen von RHD Speedmaster. Vom Chris, ja. Weil ich ein bisschen rumgefragt habe. Der Lackierer in Norddeutschland ist leider ausgefallen, krankheitsbedingt, der das Auto eigentlich machen sollte. Und jetzt findet man einen, der schon mal echt Carbon, Sichtcarbon in der Hand hatte und nicht nur so ein kleines Teil, sondern gleich ein ganzes Auto. Und da winken die meisten ab, entweder weil sie keine Zeit haben für die nächsten 1-2 Jahre oder weil sie es nicht können oder noch nie gemacht haben und sich nicht rantrauen. Kann ich auch vollkommen verstehen. Speedmaster hat gesagt, geh mal zu den beiden, beziehungsweise zum Jacek, hat er gesagt, frag mal an, weil die machen nicht nur Autos, sondern ganz viel Interieur für Privatjets. Zum Beispiel, oder Yachten, oder ja. Ich sag mal, wir machen so Sachen, wo herausfordernd sind, wo die meisten keine Lust drauf haben, weil die halt auf Unfall- und Standsetzung spezialisiert sind, wo nur das machen. Versicherungsarbeiten. Genau. Versicherungen und so. Nehmen wir natürlich auch mal mit, wenn sowas reinkommt, ja. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptgeschäft. Okay. Unser Hauptgeschäft ist irgendeine Herausforderung, dass man nicht jeden Tag neue Kotflügel lackiert, sondern einfach, dass man ein geiles, hochwertiges, qualitatives Ergebnis hat oder Produkt.
Ihr seid auf Social Media jetzt nicht so krass aktiv, hast du schon gesagt. Ihr seid ziemlich ausgebucht eigentlich. Genau, richtig. Deswegen erstmal mega Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt für unser Auto. Wir haben Bock drauf. Das höre ich sehr gerne. Ich habe ja anfangs gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, wenn das Auto in echt sieht, aber sagt, oh mein Gott, gar keine Zeit für so ein Riesenprojekt. Von daher schon mal Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, wir nehmen uns die Zeit. Es ist auf jeden Fall ein sehr aufwendiges Projekt, aber wie gesagt, wir haben Lust drauf. Ja klar, auf jeden Fall. Auch noch nie ein ganzes Sicht-Carbon-Auto wahrscheinlich gemacht? Oder ein ganzes Sicht-Carbon-Auto, nein, noch nicht. Okay. Einzelteile mal öfters, ja, vereinzelt, aber ein ganzes Auto ist jetzt auch zum ersten Mal. Cool. Jetzt sehe ich im Hintergrund so ein paar andere Sachen rumliegen, die man auch nicht alle Tage sieht. Könnt ihr mal ein paar Worte dazu sagen, weil ich habe ein Holzlenkrad im E36, wird aber bei BMW, Mercedes öfter verbaut, gerade in den 90er Jahren bis heute. Und da traut sich auch so richtig niemand dran oder sagt, oh, hau ab, geh zum Möbelschreiner oder so. Ihr macht sowas, ne? Ja, wir machen sowas. Was ist das jetzt? Das ist zum Beispiel von einem kleinen Privatjet. Okay. Das sind Interieurteile, wo die Jahre gekommen sind. Also ich sag mal, der Flieger ist jetzt so circa 25 Jahre alt. Ah, okay. Und der wird jetzt renoviert. Sprich, es wird runtergeschliffen aufs Furnier und wird dann neu aufgebaut. Und auch mit speziellen Produkten halt. Krass. Da hinten ist noch so ein Einbauschrank oder so. Genau. Sehr geil. Also wirklich, ich habe gerade mit dem Jacek gequatscht. Ihr habt ein Lenkrad, weil ich habe ein Lenkrad, da wo man immer anfasst, wo die Sonne immer drauf strahlt, Klarlack abgeplatzt und so, sieht man das Furnier durch sozusagen. Ich darf mit dem hierher kommen? Ganz klar, ja klar. Wenn ihr sowas habt, meldet euch, ist abgesprochen. Gerne. Die sind zwar voll, aber ich glaube, man ist froh, wenn man jemanden hat. Arbeitstechnisch. Ja, ja, sorry. Okay, arbeitstechnisch voll, das heißt, aber trotzdem, ihr dürft gerne anfragen. Klar. Irgendwann kümmern sich die Jungs drum und ich glaube, man ist froh, einen Spezi zu haben und nicht irgendjemand, der damit drüber duscht. Man muss halt mit Wartezeit kommen, sag ich mal. Aber ich denke, das ist okay, wenn nachher so ein Ergebnis dann da steht. Es ist so, wenn man jetzt so ein Teil runterschleift komplett zum Beispiel, muss man sich vorstellen, dass so ein Teil 6 bis 8 Mal geschliffen wird und aufgebaut wird. Also es wird grundiert, geschliffen, grundiert, geschliffen, grundiert, geschliffen. Dann kommen 2 Klarlacke drauf, dann wird es wieder geschliffen zum Polieren, weil es wirklich eine Oberfläche sein muss, dass man nichts mehr drin hat. Es muss ein Spiegel sein im Prinzip, wie ein Klavierlack sozusagen. Okay. Und natürlich die Beschädigung, die muss man dann alle schön mit dem Pinsel nachmalen. So, aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Hauptthema. Genau, wir sind da jetzt ein bisschen detaillierter drauf eingegangen, weil das, denke ich, zeigt, die Jungs machen nicht nur Unfallinstandsetzungen von irgendwelchen Neuwagen, wo die Teile gerade getauscht werden und geduscht werden, sondern wirklich Spezialsachen. Und ich denke halt, wie gesagt, auch für unsere Zuschauer interessant, weil dieses Holzthema echt speziell ist. Und das fassen auch nur wenige an. Ja. Weil ich da auch schon ein bisschen rumgefragt habe, wer kann mein Lenkrad machen? Ja, jetzt wissen wir es. Gerne. Okay, wir gehen ans Auto. Wir hatten so eine Art Vorbesprechung. Ja. Genau. Ja. Also, komplett Sichtcarbon soll er werden. Ein paar Kompromisse müssen wir eingehen. Es hat ein paar Lungerstellen, wo wir so gut wie möglich ausbessern. Ja. Also wir geben unser Bestmögliches, was man noch machen kann. Ich spreche jetzt nicht von Rettung, dass es alles zu spät ist. Aber es gibt halt ein paar Punkte, wo wir jetzt einfach abweichen müssen, wo wir jetzt improvisieren müssen, sage ich. Genau. Also klar ist, Punkt 1, das werdet ihr alle auf den Fotos gesehen haben, sind halt die Außenkanten von fast allen Bauteilen im Prinzip. Wenn das Teil aus der Form genommen wird, hier endet halt die Fasermatte, hier endet das Gelcoat. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil der René das immer so ausgesprochen hat. Da müssen wir einen schönen Übergang finden, also beinebeln wahrscheinlich. Ja. Ne? Das heißt, es ist ziemlich normal, aber es ist halt Arbeit, dann einen schönen Übergang zu finden. Genau. Damit nicht nachher hier so ein breiter schwarzer Streifen entsteht. Mhm. Nee, klar. Sondern das Ganze harmonisch aussieht. Und Lunker, hast du jetzt gesagt? Genau, das sind kleine Bläschen. Genau, wir können gerade mal an die Tür vielleicht gehen. Ja, also von Lunkern reden wir sowas wie hier ist. Das sind eigentlich Luftbläschen, wo dann wahrscheinlich beim Vakuumziehen irgendwelche Probleme gab. Ich bin jetzt auch kein Carbon-Spezialist, also nagelt mich nicht fest auf irgendwelche Aussagen, was ich jetzt treffe. Aber das müssen wir halt beheben, dass es schön aussieht. Ja. Wir müssen das rauskratzen, auffüllen. Wir haben auch spezielles Material da, um sowas aufzufüllen. Also im Prinzip die ganzen luftgefüllten Räume
eine Flüssigkeit reinkommt, naja, das ist alles klar. Wird. Genau. Das heißt, was kommt da rein? Was ist das für eine Flüssigkeit? Es ist eine Flüssigkeit auf Polyesterbasis. Polyesterbasis. Okay. Und was ist dann der nächste Schritt? Ja. Also ihr kratzt jetzt tatsächlich diese Bläschen auf. Genau, richtig. Füllt es mit so einer Polyesterflüssigkeit auf und dann? Und danach wird mit im Prinzip klarem Epoxid wird das Ganze überlackiert, mit dem Hobel plan geschliffen, dass man eine Fläche, weil wenn man so durchpeilt, ist der ja noch minimal wellig und wir wollen ja das bestmögliche Ergebnis draus machen. Machen im Prinzip ein EP drauf, das ist ein Epoxidharz als Grundierung und das schleifen wir dann wieder. Dann wird wieder Epoxid drauf gemacht, wieder geschliffen, bis wir eine plane Fläche haben. Danach kommt ein Klarlack drauf, der UV-beständig ist. Auch dieses Epoxid ist speziell für das Carbon entwickelt worden, wo auch schon UV-Schutz mit drin hat. Und danach nochmal ein Klarlack. Also wir werden zwei Klarlacke drauf machen mit Zwischenschliff auf jeden Fall. Hört sich nach Arbeit an. Definitiv. Okay. Durch die zwei Schichten von dem Klarlack kommt auch diese tiefen Wirkung. Genau. Genau. Diese 3D-Optik, ne? Das ist dann nachher das Carbon richtig raussticht. Genau, im Moment wirkt es noch sehr flach und matt und hat fast keinen Glanz. Es ist ja seidenglänzend, sage ich mal. Ja. Was ihr auch auf den Fotos wahrscheinlich gesehen habt oder auf verschiedenen Videoaufnahmen, dass überall das wellig wirkt, dass natürlich Kratzer da sind, haben wir mit René auch, also mit dem Carbonbau auch gesprochen, ist normal, weil das wurde ja so aus der Form geholt. Spielt ja jetzt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Gut, weil manche halt schon geschrieben haben, ey, oh, voll die Wellen drin, voll die Kratzer drin. Es ist ja nicht, das ist völlig normal. Es ist ja nicht entlackiert, sag ich. Genau. Okay, also da bin ich insofern sehr beruhigt, dass ihr das bestätigt. Das heißt, diese Striemen und diese Schleifspuren, das geht alles weg. Ja, ja. Es ist ja oberflächlich. Genau, das ist ganz wichtig. Kleiner Angstfaktor. Wir kriegen immer wieder Kommentare. Ich hatte es auch letztes Mal mit René schon besprochen. Aber jetzt frage ich nochmal zusätzlich gerne den Lackierer, um mich zu beruhigen und die Frage damit zu beantworten. Auto ist fertig lackiert von euch. 1-2 Jahre Sichtcarbon, wo jetzt dann Klarlack drauf ist, steht öfter in der Sonne, auf Shows, auf Messen, auf der Rennstrecke, was auch immer. Seht ihr die Gefahr auch, dass gewisse Carbonteile, wenn die lange direkter Sonneneinstrahlung, Hitze ausgesetzt sind im Hochsommer, dass das Carbon sich entweder gelb verfärbt oder sogar wellig wird? Erfahrung damit? Wellig, ich sag mal, je nachdem, wie es verklebt ist, wellig, sage ich mal nicht. Es gibt ein Settling. Also es kann sein, es gibt Schwund vom Material. Es sind Lösemittel drin, es ist Ding. Nach der Zeit, es ist ja nicht so, dass wir es in die Trockenkammer stellen und da sind alle Lösemittel draußen. Das Material dunstet aus und dunstet aus und dunstet aus. Natürlich kann es ein bisschen Settling sein. Also ich denke nicht, dass es so wird sein, dass es wellig ohne Ende wird. Es wird vielleicht minimal absacken. Dadurch, dass wir 2 Schichten Klarlack drauf haben, kann man das eine Saison fahren, das Auto. Man kann Staubkörner rausmachen. Und dann in der 2. Saison oder im Winter kommt man mit dem Auto. Dann können wir es komplett schleifen und nochmal aufpoliert. Damit glätten wir die Oberfläche nochmal. Krass. Okay, also nur schleifen und aufpolieren, nicht nochmal lackieren. Nee, genau. Okay. Aber wir versuchen schon mit unseren Trocknungsprozessen in der Kabine das Ganze so zu machen, dass es vermeidbar ist. Okay. Jeder weiß von früher, wenn man Glasfaser, Stoßstangen hatte oder irgendwas, das ist auch Settling, dass irgendwann mal die Fasern durchkommen oder irgendwas. Aber dann bin ich sehr gespannt. Aber das beruhigt mich schon mal, dass ihr sagt, durch Aufpolieren kriegt man dann das meiste wieder so, dass es glatt aussieht, ordentlich aussieht. Schön. Ja, nächster Schritt wird dann sein, ihr sucht euch einen Teil raus. Wisst ihr schon, mit welchem ihr anfangen wollt? Ich denke mal entweder mit dem Kotflügel oder mit der Tür, vielleicht das schlimmste Teil mal mit der Tür, wo die heftigen Lunge hat. Okay. Dass wir auch sehen, wie es rauskommt danach. Okay. Und dann werden wir einen Teil auf jeden Fall machen. Dann besprechen wir das Ganze, auch wie wir das lösen mit den Kanten, was für einen Farbton wir nehmen. Ganz schwarz finden wir beiderseits, sage ich mal, zu extrem. Mhm. Also werden wir da vielleicht ein bisschen was abtönen mit Weiß, dass es ein bisschen gräulich, dass es in die Carbon-Richtung geht. Okay. Dann kommen wir her, 1,5 Wochen circa. Genau. Werden uns das erste fertige Teil angucken. Ja. Ich bin sehr gespannt auf den Effekt, weil es wird das erste große Teil sein, was dann aussieht wie das restliche Auto später. Ja. Und dann entscheiden wir uns, was für einen Farbton wir für Schweller und Frontschürzen nehmen. Ja, was wir nächstes Mal mitnehmen werden, sind die Zierleisten. Damit wir da mal gucken, da ist jetzt schon natürlich nicht nur das KTL drauf, sondern natürlich auch schon der Lackaufbau vom Innenraum.
Und jetzt kommt noch wahrscheinlich dann euer Klarlack nochmal drüber, weiß ich nicht genau. Genau, richtig, ja. Aber dass wir gucken... Genau, einfach Anpassungssachen, ob wir was anpassen müssen oder ob es passt oder wie oder was. So, dass wir einfach die Leiste immer hier haben und nach der Leiste richten wir uns und dann passen wir das Ganze an, das Geklebte. Ja, weil das sag ich. Man versucht ja natürlich von den Sachen halt dann so wenig Material wie möglich dann drauf zu machen, dass es genau dann drauf passt. Weil die sind gefürchtet, jeder von euch, der die schon mal ab- oder wieder dran machen musste, die sind nicht nur teuer, sondern sehr, sehr filigran. Und ja. Ja, da freue ich mich schon drauf. Gut, dann weitere Details. In eineinhalb Wochen. Just another saga, mental health check, wallet on me check, another day check, we put them in check, spliffs on me check, we got it on deck, checks on check, on to the next, mental health check.